19. Spieltag in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga, der SC Sand, der letzte Strohhalm. Sie wollen sich vom Abstiegsrang entfernen und zwar langsam stetig und am Saisonende wollen sie über dem Strich stehen. Aber die SGS Essen, die Gäste, die haben natürlich was dagegen. Sand musste eigentlich gewinnen, um dem Abstieg noch zu entrinnen. Essen mit dem besseren Start. 14. Minute, da geht's mal schnell durch die Mitte. Elisa Senz mit dem Pass auf Maike Behrensen, die aufs kurze Eck und die Neuseeländerin Victoria Asson im Tor beim SC Sand auf dem Posten war ein starker Rückhalt am heutigen Nachmittag. Na klar, den musste sie auch halten. Dübel war krank ausgefallen und Pahl ja mit dem Kreuzbandriss bis Saisonende mindestens raus. Dann dauerte es länger bis in die 23. Erster Vorstoß und das Tor, nein, Dengste, 23. Minute, Verwirrung im Strafraum, Kim Sindermann wieder im Tor bei Essen, nicht ganz souverän und Hopius schafft es da nicht, den Ball ins Tor zu bringen, weil Sindermann ihren kleinen Fehler dann korrigiert. Essen in der Defensive gefordert. Die Flanke auf den zweiten Pfosten. Dann war es Molly Plassmann mit dem Kopfball an den Pfosten und das Tor für Sand. Nein, denkst du, abgepfiffen. Auch die Kapitänin Michaela Brandenburg zurück in der Startelf nach überstandener Magen-Darm-Infektion. Hier sehen wir es, Plassmann an den Pfosten und dann ist Brandenburg einen Schritt weiter vorne als alle anderen und das bedeutet nichts anderes als Abseits, weil der Pfosten ist in diesem Fall Luft. So bleibt's also beim 0:0. 29. Minute. Nächster Vorstoß. Essen. Elisa Senz. Klasse Schuss aus der zweiten Reihe. Und wieder zeigt Victoria Essen im Tor des SC Sand, dass sie eine gute Vertreterin sein kann. Die neuseeländische Nationalspielerin. Dann wieder der SC Sand. Dörte Hopius mit einem guten Spiel heute. Und sie bleiben drin in der Szene. Noemi Gentile. Das kann sie besser. Gegen Leverkusen hat sie ein Traumtor geschossen. Heute ein wenig gehemmt, wie schon letzte Woche gegen den SV Werder Bremen. Dann Halbzeit. Plassmann ging raus. Brown kam. Sie sollte vorne für Alarm sorgen. Die Nationalspielerin für St. Kitts and Nevis. Dann Dörte Hopius kann sich behaupten. Einmal Kim Sindermann und dann zweimal aus unmöglichem Winkel. Sand in Führung. 49. Minute, die Hoffnung kehrte zurück in die Adams Arena und hier sehen wir es nochmal. Hopius versucht es aus der Drehung und dann ist der Winkel sehr spitz, aber sie schafft es da, an drei Essenerinnen vorbeizukommen, sehen wir hier nochmal besser. Erster Versuch, Sindermann, zweiter Versuch, einmal rübergelegt und dann zack, 1, 2, 3 ausgespielt und ab ins kurze Eck, aber Essen hatte die Antwort. Über die linke Seite Behrensen in der Mitte. Endemann, sie ist so wichtig. Mit dem Tor. Nur 5 Minuten später, 54. die Antwort der SGS Essen. Endemann, natürlich keine Chance für die Keeperin. Und alles wieder auf Anfang. 1:1. Sand musste jetzt viel riskieren. 5 Wechsel und dann nochmal in der 85. Hoch rein nach vorne und Summer Green eingewechselt. Auch sie kann es besser. Es ist und es bleibt so, dass ein 1:1 eigentlich zu wenig ist für den SC Sand. Für Essen ist es noch nicht erledigt. 5 Punkte Rückstand. Sand muss sich strecken, wenn es denn noch ein Wunder geben sollte. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.